Willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon Another Story. Und what? Ich habe mich ein bisschen informiert an der Stelle. Ich muss hier wirklich mit jeder einzelnen Person reden. Mit jeder. Und deswegen fange ich hier oben jetzt einfach an. Bitte warte, bis das Fest anfängt. So. Jetzt darf ich keine Person auslassen. Ich fange außen an und bewege mich hier sozusagen von Zeile zu Zeile. Bitte warte, bis das Fest anfängt. Gut. Da ist noch jemand. Egal wie oft ich dich sehe, an deiner Schönheit scheint sich nichts zu ändern. Ich glaube, mit denen hatte ich noch nicht gesprochen. So, du zählst jetzt auch zu der Zeile. Bitte warte, bis das Fest anfängt. Heute Abend wird es ein tolles Fest geben. Ah, sehr schön. Das ging schneller, als ich gedacht habe. Glück gehabt. Lass uns zurückgehen und uns den Partyraum ansehen. Die Vorbereitungen sollten jetzt beendet sein. Oh, Schwein gehabt. Ich habe schon mit so vielen gesprochen, dass es anscheinend direkt weitergehen kann. Nice. Oh, und mir fällt da gerade was auf. So. Ach, da bist du ja wieder. Lass uns gehen. Okay. Die drehen sich im Kreis. Was haben die vor? Machen die einen Hubschrauber? Mach den Hub, Hub, Hub. Mach den. Hm. Venus, wie lange willst du hier rumsitzen und dich amüsieren? Wir sollten uns so bald wie möglich nach Japan zurückkehren. Ist ja gut. Momentan ist es etwas schwierig. Aber wenn wir etwas länger warten, können wir uns vielleicht heimlich verdrücken. Heimlich verdrücken ist eine gute Möglichkeit. Na dann. Das ist der Beginn unseres fröhlichen Festes. Nein, wir können hier nicht lang. Bitte genieß das Fest noch etwas länger. Ich glaube, wir sind hier gefangen. Das ist Freiheitsberaubung. Okay, wir gehen einfach da lang. Mal gucken, was wir hier finden. Vielleicht finden wir hier die Statue mit dem geheimen Mechanismus. Oh nee. Die Person mit Kunzites Stein des Lichtes irgendwo in diesem Dorf. Mir sind die anderen egal. Tötet einfach jeden, der sich euch in den Weg kommt. Ich muss den Stein holen und ihn Herren abzubringen. Schluss damit, sofort! Ah, wer bist du? Ich kämpfe für Liebe und Gerechtigkeit. Ich bin Sailor Venus und fordere dich jetzt zum Kampf heraus. Merke es dir. Ich werde immer da sein, um böse Mächte davon abzuhalten, schlimme Dinge zu tun. Das ist irgendwie eine sehr schlechte Idee. Was? Du? Diese aufdringliche Person ist so nervig. Leute, kümmert euch um sie, bitte. Irgendwie gefällt mir das gar nicht. Okay, ein paar Dämonen greifen an. Haben wir hier irgendwas, was auf mehrere geht? Nee, leider nicht. Dann hoffen wir das Beste an dieser Stelle. Wait! Hat Sailor Venus da gerade mit irgendwas um die 200 angegriffen? Ist die so übertrieben stark? Das ist doch jetzt ein Scherz. Okay, die letzte kriegen wir jetzt so nicht. Aber... What? Also das ist jetzt echt ein bisschen... haarig. Okay. Was? Du bist immer noch hier? Der Stein wurde vielleicht gestohlen, aber der Tag ist noch nicht vorbei. Oh, ich Dummkopf. Ups, ich habe es ausgelöst. Was auch immer da jetzt gerade passiert. Das war knapp. Zum Glück habe ich eine Barriere um mich herum. Ich verhindere, dass ich zu Stein werde.
Oh nein. Es sind alle zu Stein geworden. Tja. Nun, das macht nichts. Dieses nervige Mädchen ist auch zu Stein geworden. Oh, wait. Sie hat bekommen, was sie verdient. Aber ich mache mir Sorgen. Wenn wir die Person nicht finden, die Conceited Stein des Lichts hat, wird es dem König wieder besser gehen. Ich bin hier, um ihn zu finden, aber meine Suche war nicht erfolgreich. Ich bin so erleichtert. Hä? Huh? Venus! Venus, geht's dir gut? Ja, tatsächlich geht's mir gut. Seltsamerweise. Gucken wir nochmal. Okay, mit diesem Stein ist irgendwie nichts anzufangen. Was hat das hier zu bedeuten? Nix. Nix, gar nichts. Na gut. Dann gehen wir mal hier rüber. Sind die jetzt alle... Nein! Alle sind Stein. Knirsch. Knirsch. Ah, er ist zu Stein geworden. Okay, soviel zum Thema fröhliches Fest. Hä? Hä? Sie sind alle Stein. Und die Gebäude, sie sehen genauso aus wie vorher. Eins genauso wie das andere. Meine Güte, was ist hier passiert? Also man kann diese Kameraperspektive... Ey, was? Oh. Selbst da drüben. Was auch immer das zu bedeuten hat. Aber es sollte mir wahrscheinlich sagen, dass es dort drüben eine Höhle gibt. Jeder ist zu Stein geworden. Artemis, was sollen wir tun? Vermutlich zu dieser Höhle gehen. Jetzt, wo wir hier aus dem Dorf rausschleichen können. Ah, der Typ ist ja nicht mal mehr da. Alter, keine zwei Schritte aus dem Dorf und schon wird man hier angegriffen. Okay, gucken wir mal. Au, okay, die machen wieder massiv Schaden. Und die kassieren... Ja, zumindest eine gute Sache. Wir machen auch nicht zu wenig Schaden. Aber so ein Level-Up wäre schon was Geiles. Okay. Da geht noch was. Noch ein Kampf und wir haben Level-Up. Wette. So, wir gehen hier mal nach oben, weil irgendwie müssen wir ja dort zu der, durch diese Höhle wahrscheinlich vermutlich rauskommen. Yay, Level Up! Und das schöne Victory-Symbol. So. Okay. Hier anscheinend nicht. Dann müssen wir wohl doch in das Dorf im Osten. Westen. Das andere Osten. Ich hab's nicht so mit Himmelsrichtung. So, Feuerherzen. Okay, reden können wir mit denen nicht. Ich glaube, das sind auch sehr schlechte Gesprächspartner. Und hier kommen wieder so viele Kämpfe. Diese Random-Kämpfe, die ärgern mich. Die machen mich fertig. Die belasten mich massiv. Aber wir wissen, es gibt ein Dorf voller Mädels. Moment! Nur die Männer sind Stein geworden. Das ist der Trick bei der Sache. Die Mädels sind noch alle wohlauf. Und freuen sich richtig, uns kennenzulernen. Soweit meine Theorie. Überall Sackgassen. Aber warum sie zu Stein geworden sind? Nur weil eine Statue bewegt wurde.
Wie soll es anders sein? Also jeder, der Indiana Jones geguckt hat, weiß, dass man nicht einfach irgendwelche Sachen anfasst. Das bringt nur Unglück. Oh. Okay, zum Glück sind die Kämpfe an der Stelle nicht ganz so lang. Weil Sailor Venus irgendwie schon... Irgendwie sind die ziemlich... Es ist ziemlich seltsam, was hier das Balancing angeht mit den Gegnern. Oder besser mit den eigenen Charakteren. Sage ich doch, nur die Frauen sind betroffen. Willkommen, kann ich dir helfen, Fräulein Venus? Woher wissen die, wie ich heiße? Aha, auch hier gibt es einen Tempel. Vielleicht finden wir... Oh, schön dich kennenzulernen, Fräulein Venus. Random einfach den richtigen Weg gegangen. Sehr witzig. Woher kennst du mich? Ich bin gerade erst in dieses Dorf gekommen. Man nennt mich Werner. Ah, von der hat man schon mal gehört. Hier entlang, Fräulein Venus. Von der haben wir tatsächlich schon mal gehört. Das Männerdorf hat irgendwie von einem Fräulein Werner erzählt. Wir wären wahrscheinlich da gar nicht reingekommen. Cool. Oh, what? Die Statue sieht genauso aus wie ich. Ja, das ist eine Statue von dir. Aber ich weiß kaum etwas von diesem Ort, Dorf. Sailor Venus, du hast dieses Dorf in deiner früheren Gestalt besucht. Ich? Frühere Gestalt? Das Königreich des Mondes ist gefallen, ebenso wie dieses Dorf. Und als das heilige Licht des Mondes auf diesen Ort fiel, warst du zuversichtlich. Du und Serenity wurdet nun wiedergeboren. War das so? Jedenfalls ist etwas sehr schrecklich passiert. Jeder im Riasdorf ist zu Stein geworden. Es muss dieses schwarze Licht gewesen sein. Jedenfalls kenne ich keinen Weg, um diese Menschen zurückzuverwandeln. Schwarzes Licht. Aber es gibt eine Person namens Radina. Wo ist diese Radina? Wenn du Richtung Norden gehst, wirst du auf ein altes Schloss namens Zaxis treffen. Radina wird sicherlich dort sein. Ich danke dir, Werner. Ich werde das Riasdorf wiederherstellen. Bitte sei vorsichtig, das Gebiet außerhalb des Dorfes ist voller Monster. Ach, wie häufig ich das schon gehört habe, mein Schätzchen. Aber ich gucke mich hier lieber nochmal um. Ich meine, das ist mein Schrein. Hey! Und hier habe ich gewohnt. Wie eine Königin. Wahaha! Fuck you, Prinzessin Serenity. Oder Königin Serenity. Ich werde mich hier einfach gemütlich machen. Ich habe hier meinen eigenen Thron. Mwah, 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 mwah. Sehr interessant. Nee, tatsächlich sehr interessant. So, dass das so eine Art Flashback zu den alten, zum alten Ich der Sailor-Kriegerin ist. Auf eine gewisse Art und Weise. Also, schon geil. Irgendwie. Gefällt mir. Ski. So, ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir denn schon in den Norden können. Das war aber ein kurzer Weg nach Norden. Und hier soll irgendwo... Oh, Mensch, ein Schloss. Das sieht aber ziemlich runtergekommen aus. Also hier hat schon länger keiner mehr mal richtig durchgewischt, würde ich sagen. Aber die Fackeln brennen noch. Das heißt, es muss bewohnt sein. Hallo? Hallo? Ist irgendjemand... Ah, hier ist jemand. Wer ist denn hier? Dogbar und Dogbar. Hey, na ihr? Was macht ihr denn hier? Sucht ihr auch diese... What the... What the... Nein! Oh nein! That's a joke.
Nein! Mit all den komischen Apparaten nochmal labern? Den gesamten Schissel hier nochmal machen? Okay, ich mache hier den Speed-Mode. Die Texte kennen wir ja schon. Weswegen wir hier jetzt einfach so ein bisschen einen auf Schnelldurchlauf machen. So. So, ich liebe den Turbo-Modus. So, auf die Art und Weise kommen wir hier einigermaßen gut durch. Und wir haben ja zum Glück nicht so viel gemacht bisher. Achso, wir sind schon raus aus dem Gespräch. Oh boy. Okay. Das Ganze mit System. So, mit dir haben wir jetzt gesprochen. Dann gehen wir hier in das Haus. Reden mit dir. Bla bla. Dann reden wir mit dir. Bla bla. Oh, der hat sich jetzt richtig dreist versteckt. Diese Sau. So, war das hier das Häuschen, aus dem wir rausgekommen sind? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, war es nicht. Aber das erklärt natürlich auch, warum auch jeder hier unseren Namen kennt. Ich werde auf jeden Fall... Ah ne, von hier kommen wir. Moment. Und zum Schluss ist es genau der, an dem es hängt. Ne, doch nicht. Der redet schon ein und dasselbe. Aber daran erkennt man auch schon, mit wem wir gesprochen haben, fällt mir so auf. Weil, wenn wir... Bitte warte, bis das Fest anfängt. Mit allen, mit denen wir schon gesprochen haben, kommt nämlich der Text... Warte bitte, bis das Fest anfängt. So. Oh, nervt mich das. Aber was für einen Schaden die gemacht haben. Das ist ja... So, auch mit denen haben wir jetzt geredet. Sicher ist sicher. Ich werde ihr gleich nochmal ein paar Accessoires anlegen. Weil wir haben hier... Nämlich dieses Amulett. Oh, wie frech, ey. Wie absolut frech. Und das meine ich nämlich, man denkt sich nichts Böses. Man denkt, man ist halt eben, man konnte noch nicht so viel gegen Gegner kämpfen, also wird man sich ja auch nicht großartig vorbereitet haben. Und dann machen die so einen immensen Schaden. Und deswegen auch die ganze Zeit dieses Power-Leveln, was ich zwischendurch mache. Weil ich kenne das schon durch die Merkur-Story. Als ich das erste Mal gespielt habe. Und... What the fuck? So, hier auch nochmal mit den Leuten reden. Nein, ich möchte nicht hier bleiben. So, aber hier war, glaube ich, noch irgendjemand. Ja. Das sage ich doch. Ah, von ihm hatte ich die Information mit Werner. Ich glaube, hier war ich auch schon überall drin. War ich hier schon? Oder? Ja, doch. Hier war ich schon drin. Ich rede auch nochmal mit dir. Bitte tanz mit mir auf dem Fest. Ah, super. Zumindest sind die Sachen schon mal durch. Das heißt, wir können hier jetzt hochlaufen und skippen. Bla bla bla. So, das kennen wir jetzt schon alles. Und auch den Teil können wir jetzt hier ganz gemütlich skippen. Es gibt hier leider noch keine Abbruchfunktion. So, dann machen wir es mit Feuerherzen. So, bla 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 bla.
Okay, die Nummer hatten wir hier auch schon. Tut mir leid für das krasse Gebrabbel. Aber es geht nicht anders an der Stelle. Alle sind hier zu Stein geworden. Auch das hatten wir schon. Ja, super. Gut, dass wir hier diese massiv schon lange Kamerafahrt überspringen konnten gerade. Ach ja, die Gegner. Sehr geil. Aber zum Glück ist das Dorf gar nicht so weit entfernt. Das heißt, wir können hier eigentlich die ganze Zeit mit dem Halb... Nee, der Halbmondstrahl war doof. Jetzt machen die alle so viel Schaden hier. Gefühlt. Aber hatte ich... Nee, wir hatten die Feuererzen genommen das letzte Mal. Das war der Unterschied. So, hatte sie jetzt wenigstens ein Level ab zwischendurch? Nee, hatte sie nicht. Dann sollten wir sie sicherheitshalber nochmal heilen. Einmal kurz eine Bandage. So, wir müssen jetzt zu dem Dorf laufen. So, jetzt hatte sie aber gerade ein Level up. Und hier sind wir auch schon beim Dorf. Ausgezeichnet, Glück gehabt. So. Genau, hier war die Olle. So, wir laufen jetzt hinterher. Skippen diesen gesamten Laberkram an der Stelle. Und sind endlich wieder da, wo wir aufgehört haben. So, was machen wir mit dieser wunderschönen neu entdeckten Zeit? Also, zum einen werde ich hier jetzt erstmal das Bettchen aufsuchen, um hier abzuspeichern. Weil in jeder Gaststätte gibt es nämlich... eine Luna P, damit uns nicht nochmal so ein Stuss passiert, wie gerade eben. So. Und, ja, ich werde jetzt hier wieder zum Powerleveln überschreiten, weil das kann ja wohl nicht angehen, was wir hier gerade gesehen haben. Da dürften mich natürlich die Leute aus dem Stream weiterhin begleiten, aber ich werde hier erstmal 100% Powerlevel betreiben. Bis wieder Stufe 19, das hat immer ganz gut gepasst bisher. Jawohl. Also, für den Stream, damit das nicht so lautes Gedudel wird, mache ich natürlich wieder ein bisschen Musik an. Ich hoffe, ihr könnt dabei ein bisschen entspannen. Also, bis gleich.